Anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich auf dem Gebiet der Völkerschlacht von 1813 in der Nähe von Leipzig. Am 16. Oktober 1813 beginnt hier südlich von Leipzig dieses Gemetzel, das später als Völkerschlacht in die Geschichte eingehen sollte. Bei Leipzig tobte die Dreitageschlacht. Napoleon ging als Verlierer daraus. Das war das Ende der napoleonischen Herrschaft über Deutschland. Ich bin jetzt hier mitten im Zentrum dieser Kämpfe, in der Nähe von Leipzig, auf dem Gut Wachau. Das heißt eher dem ehemaligen Gut Wachau, denn das Gut existiert nicht mehr. Heute gibt es hier eine Ferienwohnung, da haben wir jetzt gerade übernachtet. Das Herrenhaus und die Stallungen von Rittergut Wachau waren während der Völkerschlacht Sitz von Murat. Murat war der König von Neapel, war der Schwager von Napoleon und natürlich sein Verbündeter. Und das ist er, Joachim Murat, der hier sein Hauptquartier hatte. Er befehligte die Kavallerie. Am 14. Oktober führte er einen Kavallerieangriff gegen die Verbündeten durch mit etwa 5.000 oder 8.000 Reitern. 1802 hatte Johann Gottlieb Quandt, der Ältere, das Rittergut gekauft. Das ist der Gutsbesitzer und er gestaltete Gut Wachau im englischen Stil um. Das alte Rittergut Wachau gibt es nicht mehr, das ist im Zweiten Weltkrieg dann abgebrannt. So hat das Gut vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, die hier in den Hotelgängen hängen. Und hier sind auch Bilder davon, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat, nämlich kaputt. Heute gibt es hier Ferienwohnungen und es ist ein Hotel. Also die Gebäude sind nachgebaut. Das ist der Eingang zu unserem Ferienhaus. Und hier erinnert eine Tafel daran, dass Joachim Murat hier sein Hauptquartier hatte. Die Tafel ist in deutscher und in französischer Sprache. Aber dieser Park existiert noch und in dem Park findet man einige Überreste der Völkerschlacht und auch der Zeit von Johann Quandt, dem früheren Besitz. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist einmal ein Gedenkstein. Der Stein kennzeichnet ein Grab. Es könnte ein Massengrab sein, weil hier liegen etliche Soldaten beerdigt. Mehr als eine halbe Million Soldaten aus über 20 Völkern haben bei dieser Völkerschlacht gegeneinander gekämpft. Es ging um die Vorherrschaft über Deutschland und Europa. Am Ende starben mehr als 100.000 Menschen. Zehntausende wurden zu Krüppeln. Hier in dem Park gab es ein Gewächshaus, Orangerie und die sogenannte Muratlinde. Das hier ist nicht mehr das Original. Das war eine Linde direkt an der Gutsmauer. Die hatte eine gewundene Treppe, 16 Stufen ging es rauf und oben war eine Aussichtsplattform. Nach der Völkerschlacht 1813 bekam der Baum den Namen Muratlinde. Weil Joachim Murat soll auf der Terrasse in dieser Linde gestanden haben und von hier aus, dank des guten Überblicks, diese Schlacht vom 14. Oktober befehligt haben. Ja, und wenn man sich umschaut, dann sieht man diesen klassizistischen Sarkophag. Es ist der Sarkophag der Friederike von Quandt. Das war die Gattin des Gutsbesitzers und sie war hier in der Region sehr hoch angesehen, weil sie so viel zur Verschönerung des Ortes und des Gutes getan hat. Das hier, das ist kein Gartentor. Es wird nur als solches gebraucht oder wurde gebraucht. Das hier ist in Wirklichkeit ein Stadttor von Leipzig. Vor allem, es ist der einzige bauliche Überrest der einzigen Leipziger Stadttore. Es ist das sogenannte Windmühlentor von Leipzig. Es stand am Ende der Windmühlengasse.
Eine Familie Weinschenk kaufte das Rittergut. Nach dem Bau der Chaussee vergrößerte Friedrich Wilhelm Weinschenk 1868 den Rittergutspark bis an die Straße. 1862 hat er das Leipziger Windmühlentor ersteigert. Das war's dann vom ehemaligen Rittergut Wachau. In diesem Sinn, tschüss. So, da hinten, das ist diese heutige Pension und Ferienwohnungsgelände, eine ehemalige LPG auf dem Gebiet von Gut Wachau.